herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich wollte einfach bei den Blaubeeren noch vorbeigucken, aber irgendwie ist hier, glaube ich, gar keiner. Muss ich die mal anrufen. Klingelingeling. Blaubeer? Ja, Volker hier. Ich stehe bei euch am Feld, aber da ist gar keiner. Ich sitze im Drescher. Ah, du bist so klein, ich sieht man nicht. Ich komme mal rüber. Ruf du junger Wandersmann. Ah, da. Hi. Servus. Ey, nach den zwei Bier vorhin auch noch ein bisschen Sport machen, ey. Geht ja gar nicht. Polizei ist ja Gott sei Dank nicht da. Jo. Ja, Blaubeer. Auf einmal spielt es raus. Ja, jetzt schon. Was ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich keinen Bock mehr auf Sie habe. Ja? Nee, Quatsch, war ein Spaß. Beruht es auf Gegenseitigkeit, oder wie war das? Ach so, ja. Nee, was ist los? Der Preis wird teurer für Sie. Müssen Sie mit meinem Bruder ausbrochen? Ja, ist mir egal. Familienname zählt. Nee, ich weiß nicht, ich möchte mich gerne ein bisschen umstrukturieren. Ich habe es den anderen Bewohnern schon gestern gesagt. Und ich weiß aber noch nicht genau, wohin es gehen soll. Und deshalb würde ich erstmal ein bisschen in Urlaub gehen, ein bisschen Abstand gewinnen. Und vielleicht im Herbst oder im Winter dann wieder vorbeigucken. Ja, Gedanken neu sortieren und so. Ja. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Palettengeschichte, ganz ehrlich. Das ist mir viel zu viel geworden. Ich komme nicht mehr zur Feldarbeit. Das macht einfach. Also irgendwie macht es keinen Spaß mehr. Und deshalb wollte ich mich mehr oder weniger von Ihnen verabschieden. Ja, dann. Von euch natürlich auch. Ja, schauen wir mal, was dann. Die Zukunft ja, bin. So ist es. Ja, ich melde mich dann bei euch wieder. Das ja, kein Problem. Wenn Sie die Nummer wechseln, haben Sie halt Pech gehabt. Ihr könnt Nummer wechseln und dir die Nähe zukommen lassen. Das wäre auch gut, ja, wenn Sie das machen. Also wenn aber Sie Nummer bleibt aber gleich. Ja, bei mir auch, seit Jahr und Tag. Bleiben Sie dann im Grünfelder Land Umkreis oder schauen Sie sich woanders um? Weiß nicht, was gibt's denn da noch so? Ich kenne mich nicht so aus. Ich bin. Wissen Sie, vor 2 Jahren habe ich mit der ganzen Landwirtschaft angefangen. Ich bin damals in Schwatzingen aus dem Container gestiegen. Hatte 0 Euro in der Tasche. Gerade noch fürs Containerschiff gereicht. Das heißt, sie in Schwatzingen haben es dann Geld gescheffelt. Naja, probiert. Von klein weg, sagen wir so. Ja, damals hatte ich Schafe. Ja, jetzt hast du Hühner. Ja. Ich glaube, das nächste Mal habe ich dann Ameisen. Also von groß nach klein. Ja, ich weiß auch nicht. Simon. Ja. Der schläft. In der nächsten Saison wird der Varuno bzw. der Herr Volker. Nee, Herr Varuno. Lamas kriegen. Was kriege ich? Lamas? Alpakas. Oh ja. Ja, aber Alpakas geben Wolle, wenn man so ist, wo man es so nimmt. Ja, das wäre bestimmt. Da habe ich es nicht mehr kalt. Ja, aber Überlegung wert. Die stelle ich dann einmal um mein Grundstück rum und jeder, der reinkommt, wird erstmal angespuckt. Ja. Ja, deshalb, ich weiß ja nicht. Also, wenn ihr irgendwie einen coolen Flecken auf dieser Erde kennt, dann ruft mich an, vielleicht komme ich mal vorbei und gucke zu.
Oh, so Berge wäre auch nicht schlecht, ey. Berge. Mal vom, mal weg von diesem flachen Land hier. Alter. Es ist doch kein Flachland hier, was ist mit dir jetzt falsch? Ja, Das aber ist trotzdem, Mittelgebirge immer. fast. Aber trotzdem. Also, weißt du, Flachland findest du Der an der Junge hat immer Marsch noch einen unten. Schaden. Mein Mitarbeiter hat seit dem achten Tag hier auf Grünfelder Land einen Schaden. Den hat er vorher Ja. schon gehabt. Sonst hätte er mir einen Weizen nicht ausgekippt. Naja, Ach, das waren immer noch die am das achten waren noch Tag immer ist die es schon schönsten. passiert, ne? Ja, das Ja, waren aber. immer noch die schönsten Erinnerungen. Wo ist denn ihr Bruder her genau? Glaube. Ist der noch? Mein BDA raschelt. Das heißt, er ist irgendwie, glaube ich, an Geld verdienen. Ach, immer nur am Arbeiten, ey. Irgendwer muss ja das Geld verdienen. Ja, und irgendjemand gibt's auf, ne? Ja. Das stimmt. Naja. Gut, ich wollte noch mal nach Hause fahren. Ich wollte noch mal gucken, was ich denn in den letzten 2 Jahren so verdient habe. Also wie viel Kapital ich so rumliegen habe. Noch einmal zurückzukommen in dieser Pause. Ich werde mich zum Architekten weiterentwickeln, auch noch. Was? Sie haben nicht Ach mal du Zeit hier zum Ernten und Scheiße. dann wollen Sie auch noch Architektur studieren. Nebenbei. Nebenbei, mache ich auch gern mal. Wenn Sie irgendwelche Ideen haben, können Sie mich ja einmal so nebenbei kontaktieren und wir können mal gucken, was so nebenbei läuft. Schicke ich mal einen Wenn Sie Ball. neue Gebäude brauchen, so. Was, alles Mögliche? Holz, Stein, Das ist egal. Sand. Also Hab ich ja. ich hab mir schon eine Villa gewünscht. Also mit der Idee kannst du nicht kommen. Warum? Ich kann mir doch auch eine Villa wünschen. Nee, du bekommst keine. So einfach ist das. Eckenbrett ist sein Gebäude unter Anführungszeichen schon fertig. Na Plan. Ja, deswegen habe ich ja gesagt vom Zeichenbrett. Neumann. Ich hoffe Ja. mal, dass die Statik auch stimmt, wenn der so schnell studiert. Nicht so wie bei dem Ah, Gemeindegebäude. bin Ja, schon, ich genau. bin schon Ich noch muss das noch Scheiß. die Tapeten und so aussuchen. Aber warte mal, ich glaube, das hat er schon Bin vor. schon im zweiten, ich mach das Scheiß, ich bin schon im zweiten Mal, von daher. Okay, jetzt weiß ich auch, weshalb sie manchmal so wenig da waren. Hä? Ihr Bruder hat immer gesagt, ach ja, der ist so auf Fortbildung. Es war keine Fortbildung, sondern Studium. Ja. Macht das Ganze Sinn. Ja, gut, dann sagen Sie dem Brüderchen einen schönen Gruß. Ich gehe mal Geld zählen. Ja, mach das. Gut, bis dann, Leute. Du wirst rausschwimmen damit. Nö. Bis dann. Bis Bis dann, dann. ciao. 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 Ah. Architektur. Der ist Architekt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen auf Schafe oder so. Schafe hätte ich schon wieder Bock. Oder so. Zumindest ein paar größere Tiere wie Hühner. Naja. Gucken wir mal. Ich würde gerne noch tatsächlich kurz mal durchgucken, was so meine Fahrzeuge wert sind, was meine Ländereien so wert sind. Vor allem die Ländereien, das interessiert mich schon so ein bisschen. Ich meine, so viele habe ich ja nicht. Ja, doch. Ich kann ja in die Kaufverträge reingucken. Das sind ja doch schon etliche. Fabrikgelände vor allem. Wer die Metzgerei?
Dann habe ich die im Wald 4 Produktionen für Paletten. Dann habe ich noch einen Wald, dann habe ich noch die Lagerhalle für die Holzprodukte. Dann habe ich noch die Kartonproduktion und mein Hof und ein Feld. Das war's aber dann eigentlich schon. Also so viel ist gar nicht. Lässt sich denn eine Villa bauen? Ey. Der Neumann hat irgendwie Größenwahn. 19 Uhr und ich bin schon müde, ey. Eigentlich wollte ich ja auch noch ein paar Sachen verkaufen, ne? Aber ich glaube, das lassen wir. Kein Bock jetzt noch ein bisschen Stress zu haben. Ich werde jetzt ganz gechillt meine Werte noch zusammenrechnen und dann fahre ich weg. Dann mache ich Pause, Ende im Gelände. Also Ende nicht. Ich habe schon Bock hier dann irgendwann wieder herzukommen. Die stehen auch noch rum. Ja. Die Spritze gekauft und nie benutzt. So. Lass mal reingucken. So, was sagt der Computer denn? Fangen wir mal hier oben an, glaube ich. 85.000. 33.000. Sind wir bei 118.000, 118, 125, 185, 185, 188, 248. 248, 50, 70, 270, 290, 320, 385, 455, oh Gott, 555, 560, 620, 870.000, 870.000 ist schon mal gar nicht so schlecht. Also wir haben 870.000 an, also so Landbesitz. Gucken wir mal gerade noch in die Garage rein, in die Fahrzeugscheine. 70, 80,
240, 245, 245, 265, 265, 300, ne, 100, doch 300, 400, 500, 50, 600, 700, 780, 815, 815, 840, 880, 910, 940, 990, 990, 1.000.000, 90, 1.000.000, 150, 170, 180, 90, 200, 2, 5, kleingruscht, 6, 7, 8, 900, 9000, 10.000, 10.000, 16.000, 20, 30.000, also 1.230.000. Plus mein Bargeld, 1.230.000 und Land war, habe ich schon wieder vergessen, 800 irgendwas. Also wir haben knapp 2 Millionen Kapital. Da könnte ich mir schon ein neues Haus hinstellen lassen. So für 700.000. Ja. Müsste ich mal gucken. Also auf jeden Fall habe ich über 200.000 in 2 Jahren, 2 Millionen verdient in 2 Jahren. Das ist schon ziemlich gut. Und ich würde sagen, das ist auch das Ende vom Lied erstmal. Wie gesagt, wir begeben uns jetzt in eine Art Sommerpause. Das heißt für euch, Real Farming ist im Moment ausgesetzt. Einfach mal off-topic gesprochen. Oder off-RP. Real Farming ist im Moment ausgesetzt. Wir werden im LS22 sehr wahrscheinlich damit weitermachen, wenn wir die Grünfelder Land auch umgebaut haben für den 22er. Beziehungsweise, ich muss ganz ehrlich sagen, seit einem halben, dreiviertel Jahr geht die meiste Arbeit oder eigentlich alle Arbeit auf Malonation, den Herrn Blaubeer Björn und auf den Echtod. Vielen Dank dafür, dass ihr das Projekt trotz allem noch weiterlaufen lasst, beziehungsweise durch eure Entwicklungsarbeit. Es wird im LS22 auf der Karte sehr einige neue Gebäude geben. Die Map wird umgebaut und ja, lasst euch einfach mal überraschen. Auf dem 22er soll die Map auf jeden Fall auch wiederkommen mit den neuen Spielelementen oder mit den neuen Sachen, die Giants herausgibt oder die halt rauskommen. Und ihr könnt trotzdem meinen Kanal abonnieren, weil vielleicht wird in der Zwischenzeit das eine oder andere
neue Projekt gestartet. Und ja, schaut einfach mal rein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen für die letzten 2 Jahre mit diesem Projekt. Und wie gesagt, es wird definitiv noch irgendwas anderes kommen. Aber was, weiß ich im Moment selber noch nicht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.